willkommen zum neuen Video von mir. Heute ist ein bisschen spezielles Video. Und zwar hat mich ein Abonnent vor circa einem Jahr gefragt, ob... es sind vielleicht 5 bis 8 Monate. Dann hat er mich gefragt, ob ich mit dem Barjahr einen Bremstest machen könnte, als Vergleich, ohne und mit Scheibenbremsen. Das habe ich auch gemacht, nur das Problem ist, die eine Cam war die ganze Zeit unscharf. Die war die ganze Zeit unscharf und die GoPro auf dem Barjahr selbst, da kann man die Weite nicht abschätzen, wie weit es das ist. Wir reden da vom Bremsweg von circa 5 Metern bis 8 Metern. Ich hatte keinen Meter da, aber es ist zwischen 5 und 8 Meter von Vollspeed auf 0. Und ich muss sagen, die Scheibenbremsen haben vielleicht einen Meter in der Weite weggenommen. Aber er ist komplett kontrollierbar. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass sie nie blockiert haben, die Räder. Einfach, dass es geschliffen hat, also wirklich richtig gebremst hat. Aber noch so, dass die Räder nicht Schlupf bekommen haben. Weil dann haben sie deutlich mehr Grip. Also respektive, er wäre deutlich kontrollierbarer. Und kommt schneller zum Stehen, als wenn die Räder blockiert sind. Auf jeden Fall habe ich, wenn man nur mit der Standardbremse bremst und die genau gleich vom Endpunkt eingestellt ist, dann blockieren beide Hinterräder und dann nimmt er mal eine Handbremswende und dann ist fertig, weil meistens überschlägt es ihn dann noch. Aber mit den Scheibenbremsen hat er wirklich ein sehr, sehr schönes Bremsbild. Der geht vorne schön in die Knie, schlittert nicht. Man sieht nur, wenn man einlenkt, während dem Bremsen, wenn mal ein Rad weniger Belastung hat, dann blockiert es kurz. Aber ansonsten bremst es deutlich besser. Man hat zwar eben nur einen Meter weniger vom Bremsweg, aber erst die ganzen 5 Meter, circa 5 bis 6 Meter, kontrollierbar, was ja mit der Originalbremse leider nicht ist. Und das ist mir sehr wichtig, dass der kontrollierbar bremsbar ist, weil ja, es sind dann immerhin doch circa 15 Kilo, die mit Tempo 50 bis 80 fahren. Und wenn da was passiert oder ist, sollte man dann schon bremsen können. Und deswegen bin ich nicht so der Fan vom Großmodell, weil es je größer, desto gefährlicher. Ich meine, wenn 1 zu 10er in die Beine fährt, es tut ordentlich weh. Es gibt auch schön blaue Flecken und alles. Aber es hat nicht die gleichen Auswirkungen, wie wenn du mit einem 1 zu 5er jemand in die Beine fährst. Weil da ist wahrscheinlich, je nachdem wie es passiert ist, ein Knochenbruch mit bei. Und man sollte schon ein bisschen auf seine Mitmenschen achten auch. Ich fahre deswegen auch eigentlich lieber im Feld, also auf einer Wiese oder so. Da merkt man nicht so, dass der Bremsweg lahm ist, so, weil da weiß man es generell. Sorry. Ja, auf jeden Fall hier das kurze Bremsen-Video. Und ich werde dann circa eine Stunde später noch ein Video hochladen, wo ich einfach noch ein bisschen fahren gegangen bin. Schon mal dazu. Es hat auch einen Schaden gegeben, das Hauptzahnrad ist wieder mal zerbröselt. Also respektive sind Zähne rausgebrochen. Aber das seht ihr ein anderes Mal. Oder respektive im nächsten Video. Dann würde ich mal sagen, ich starte jetzt einen Film und wünsche euch viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.